Das folgende Video enthält Werbung für Scrapbook Heaven. Die verwendeten Papiere und ein Großteil der Materialien wurde mir unentgeltlich zur Herstellung dieses Projekts von Scrapbook Heaven zur Verfügung gestellt. Hallo! Es ist Zeit für ein neues Design-Team-Projekt für Scrapbook Heaven. Ich habe wieder wunderschöne Vintage-Papiere bekommen. Und da habe ich dieses kleine Album draus gemacht. Es ist wirklich ein ganz kleines, flaches, einfaches. Hier habe ich sogar von diesem... Ja, wie heißt dieses kleine Stückchen, was unten an diesen 12x12 Bögen dran ist, wo immer der Titel und die ISBN-Nummer draufsteht. Ich habe alles irgendwie verwerkelt. Ich habe hier die Klappen, das sind so Journaling-Kästen. Die habe ich auch ausgeschnitten. Vorderrückseite bedruckt, ganz tolle Papiere. Und hier habe ich so eine geteilte Taschenseite, das sind also beides Taschen. Da habe ich dann auch Papierreste auf so ein Kärtchen gemacht und das Ganze hat so ein Schleifenbandstück zum Rausziehen. Die Papiere habe ich alle am Rand mit Distress Ink eingefärbt, um diesen Vintage-Look noch ein bisschen zu verstärken. Also ich hatte da einen Bogen nur mit solchen Journaling-Kärtchen und die eignen sich natürlich wunderbar, um sie da so lose in die Taschen oder als Klappen zu verbasteln. Das war's schon. Ich zeige jetzt noch mal kurz, wie das Ganze mit Fotos aussehen kann, wie ich das immer bei meinen Alben mache. So, los geht's. Also man kann natürlich die Journal-Kärtchen jetzt auch einfach mit Fotos überkleben. Das hier ist ein 9x6, das passt da optimal rein. Auch wenn man auf der Rückseite nicht schreiben möchte, kann man da auch Fotos hinmachen. Das große Foto ist, glaube ich, 9x13. Und wie man sieht, würden auch mehrere Fotos auf eine Seite passen und schön aussehen. Wobei der Pfau da jetzt ein bisschen, der bräuchte vielleicht eine weiße Fotomatte drunter oder so, damit das sich ein bisschen schöner abhebt. Ich glaube, ich brauche ja nicht groß was dazu sagen, wenn ich hier die Fotos einlege, man sieht es ja. Ja, wie man sieht, passen auch zwei quadratische dann nebeneinander. Und das war mein Design-Team-Projekt für Scrapbook Heaven. Wenn ihr gerne wissen möchtet, was genau ich an Materialien verwendet habe, dann könnt ihr das
auf der Seite von Scrapbook Heaven nachlesen. Ich verlinke das gerne mal in die Videobeschreibung. Und nur mal so als Hinweis, da kommen regelmäßig ganz viele tolle Projekte der anderen Designengel. Es ist also auf jeden Fall wert, die Seite zu besuchen, wenn man da ganz, ganz viel Inspiration auch findet. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Ich freue mich wie immer über Likes und Kommentare und auch über neue Abonnenten, wenn ihr mich und meinen Kanal noch nicht kennt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!